Leute, mein Ei ist so beautiful. Jetzt machen wir mal wieder einen Real Talk, liebe Freunde. So, was geht's ab bei mir? Erstens einmal tue ich gerade die Quetzalan reduzieren. Nämlich fast gar nicht mehr. Leponex sind dabei noch am 7. Stand, 2,5. Mein Buch kommt bald raus, hoffentlich. Die Biografie über meine Schizophrenie. Was noch? The Spirits of Life habe ich wieder gestartet auf wizard.at. Da schreibe ich immer wieder spannende Blogartikel. Ich meditiere wieder mehr, höre Frequenzen zur Entspannung. Ich interessiere mich auch wieder mehr für Astral- und Seelenreisen. Habe ich dabei noch keine geschafft. Und ich informiere mich auch wieder über luzides Träumen. Weil das will ich auch machen, wenn man einfach coole Sachen machen kann. Da. Auf jeden Fall, ja. Mir geht es auf jeden Fall ganz gut. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Seven vs. Wild Bewerbung ist auch draußen. Ich denke an euch Leute, Fritz Meinecke, Weilmatte und wer alle mitmacht, Knossi, Sascha. Ich hoffe, ihr werdet nicht von einem Berg fressen. Und wird geil, ich freue mich drauf. Vielleicht werde ich nächstes Jahr mitmachen. Auf jeden Fall, was geht noch so ab bei mir? Ja, in der Liebe passt es eigentlich auch gerade. Psychotisch gar nicht. Schizophrenie so gut wie geheilt. Obwohl sie immer sagen, man kann keine Schizophrenie heilen, aber ganz ehrlich, man kann alles heilen, das ist lächerlich. Man hat nur die Grenzen, die was man sich selber setzt und darum lächerlich. Außerdem habe ich jetzt schwarze Haare, ich finde mir steht es ziemlich geil. Als nächstes mache ich Aschegrau, aber ihr seid noch nicht, das mache ich einmal schwarz. Frequency ist jetzt das Wochenende, ich war kurz da, bin viel herumgegangen, habe aber nicht wirklich Leute getroffen, habe ich mich ziemlich schnell wieder verpisst. Ich bin sehr weit gegangen, 30.000 Schritte ungefähr, war scheiß anstrengend, ich sag's ehrlich. Das ist mein Papa. Ja, was können wir reden, Papa? Was ist dein Thema? Na gut, das war's dann eh schon ziemlich. Ich tue auch wieder mehr malen, vielleicht mache ich auch mal einen Kunstwettbewerb, ein kleines Gewinnspiel. Das schenke ich dann eine Mystery Box. Und YouTube Newcomer Network will ich auch wieder mehr aufbauen und ein paar Kanal-Reactions machen. Das werde ich heute noch machen, kommt dann, wird alles verlinkt. Und ja, habt euch noch eine schöne Zeit, schönen Sommer, schönen Urlaub, geht euch auch bald wieder, alles geil. Zähne habe ich auch alle noch. Schauen zwar nicht so schön aus, aber die kann man ja blechen lassen. Aber egal. Also, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch geht. Was für Videos sehen wollt. Ob ihr irgendwelche Projektideen habt. Ob ihr einmal einen Kunstwettbewerb machen wollt. Oder Musik, irgendwas. Wenn ihr irgendwelche anderen Kanäle habt, auf die ich reagieren soll. Oder mit wem ich zusammenarbeiten soll. Ich werde mich da wieder mehr connecten. Und ja. Also mir geht's relativ super. Ja, weil eigentlich gar nicht mehr sagen, ein Stricker noch. Na gut. Leute, hab ich alle ganz lieb. Küsschen. Und ja, lass mal so stehen, oder? Kommt eh bald wieder was. Aber gibt's auch ein Thema, ich überlege noch kurz. Ich glaube, ich habe alles angesprochen, aber ja. Na gut. Mein Onkel hat morgen Geburtstag. Also Happy Birthday, René, falls du siehst. Alter Sack. Na gut, das war's jetzt wirklich, Leute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Liebe euch. Ciao.